Guten Morgen. Oh je, oh je, oh je. So. Wie schaut's denn aus? Hallo, alles brennt. Da hinten auch. Na komm ran, komm ran, komm ran, komm ran. Jetzt müssen wir nur gucken, dass da kein Creeper ist, der uns einfach mal eben in die Luft sprengt. Kaboom, und wir sind weg, weißt du? Und deswegen mache ich hier mal lieber ein bisschen frei. Die ganzen Bäume hier mal wegschnetzeln. Nein, hier. Damit wir einfach besser sehen. Damit unser Sichtfeld erweitert ist. Mir ist es schon so oft passiert, dass da dann sich so ein Creeper angeschlichen hat. Und dann macht's Boom und wir sind weg und alles ist weg und überhaupt ist alles weg und so. Weißt du? Verstehen uns schon. Ja. Hüpf. Und weg damit. So. Creeper? Bist du da irgendwo? Nein? Gut, dann bleib auch weg. Wir haben jetzt sogar ein Ei. Sehe ich gerade. Und Zombiehände. Wow. Verrottetes Fleisch. Unglaublich wichtig in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht, was es noch Wichtigeres gibt als Zombiehände. Also, was man nicht unbedingt essen sollte und überhaupt... Ja gut, man kann es den Hunden geben, aber... Ja, sogar für Hunde ist es noch ein bisschen... Naja... Spinne? Greif mich nicht an. Ja, es ist Tag. Licht. Siehst du Licht? Geh ins Licht. Oh, guck mal. Na, wer hat sich denn... Hühnchen? Erschieß das Hühnchen. Komm, erschieß das Hühnchen. Komm, erschieß das Hühnchen. Skelett, hallo. Guck mal, hier ist das Hühnchen. Nein, nicht auf mich, nicht auf mich. Ja, sollen wir uns jetzt in den Kampf wagen? Aber die schießen immer so doof. Also, die treffen immer so gut und so. Ich bin mir nicht sicher. Skelett. Hallo. Mr. Bones. Ja, gut, dann halt nicht, ne? Vielleicht will er einfach noch ein bisschen überleben. Ich meine, es ist ja eigentlich nichts Schlechtes dran, wenn man einfach mal versucht zu überleben. Ich meine, das machen wir ja auch. Wieso sollte nicht dieses hübsche Skelett da drunten überleben wollen? Und das Hühnchen. Und die Kühe, die wir alle abschlachten. Wäre eigentlich mal eine Frage, inwiefern man Minecraft vegetarisch überleben könnte. Vermutlich eher, ja, geht eigentlich, wenn wir Brot backen. Ja, könnte man eigentlich mal versuchen. Und dann halt von Äpfeln Brot, ja. Solche Sachen. Karotten und Möhren wollte ich sagen. Das ist natürlich gar nicht das Gleiche und so. Super Idee, Antonia. Super. Karotten und Kartoffeln. So rum. So wird ein Schuh draus. Haha. Nee. Egal. Also das wäre auf jeden Fall doch mal eine Möglichkeit, das Spiel zu probieren. Würde ich eigentlich auch ganz gerne mal so... Na gut, dann machen wir das doch mal. Und suchen uns mal zusammen. Samen. Hallo. Samen. Und nicht die, wie ihr denkt. Samen. Oh, Apfel. Unser Mittagessen. Yippie. Ja, Spinne, es ist mein Apfel, nicht deiner. Verstehst du? Ja. Ist Mr. Bones eigentlich noch da? Ja, der schwimmt da immer noch rum. Ja, gut, macht es. Aber er geht da auch nicht raus, ne? Also er ist schon so schlau.
Oh, gut, dann bleib da mal. Apfel. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal auf die harte Tour und schmeißen einfach mal das Fleisch weg. Weg mit ihm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein, nein, nein. Jetzt haben wir Hände sowieso. Chicken. Oh, es tut mir so leid. Dafür nehmen wir jetzt mal die Äpfel. Und fangen mal an, Brot zu backen. Hey, wir haben schon 4. Das wird jetzt eine harte Zeit, wisst ihr? Ich hoffe, das kriegen wir hin, bevor wir verhungern. Ja, wieso eigentlich Holz? Gute Frage. Nee, aus Stein, natürlich. Nee, was brauchen wir mehr? Und ein Eimer, damit wir unser Feld auch bewässern können. Und ich meine, Wasser haben wir hier schließlich genug. So, Wasser. Ich will unseren Mr. Bones nicht unbedingt auf uns aufmerksam machen. So. Na, Hühnchen, wie geht's so? Boah, setzen wir es einfach mal hier hin. Check. So. Hey, wir haben schon 4 Seeds. Unglaublich. So. Eins können wir noch erweitern. Dann ist es auch schön symmetrisch. Und ich hätte gesagt, wir gucken mal, ob wir noch mehr Seeds bekommen irgendwie. Seeds. Seeds, bitte Seeds. Hier Saaten. Könnte man, glaube ich, auch sagen. Nicht zwingend Samen. Aber ist doch egal. Ich meine, es sind nur Wörter. Mensch, Leute. Wer sich da jetzt aufgeregt hat, der ist selber schuld. Wisst ihr? Spinne? Bist du lieb? Bist du lieb? Nein, 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 du bist nicht lieb. Nein, nein, nein. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Jetzt bist du lieb, oder was? Hast du einen Vogel? Blöde Spinne. Darf er jetzt echt hier? Das musste jetzt sein, dass du mich angreifst. Da ist noch Samen, Saaten. Blöde Spinne. Mann, Mann, Mann. Sind die alle so unfreundlich, oder was? Huh? Bist du so unfreundlich zu mir? Ja, okay, ich hör auf. Hallo. Ach nee, es ist jetzt doof, dich zu töten, ne? Stimmt ja, wir wollten ja lieb sein. Hm. Na gut, dann eben nicht. Hui. Creeper sind wir bisher noch keinem begegnet, ne? Das haben wir echt Glück gehabt. So. Samen, 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 Samen. Okay. Ja, ich glaube, 13 müssten erstmal reichen. Ach, welch ein schöner Tag, der sich schon wieder langsam dem Ende neigt. Nur Sonne, die langsam untergeht. Dann hat der Mr. Bones tatsächlich den ganzen Tag überlebt. Ist ja krass. Nein! Genau 2! Echt jetzt? Wo ist er denn? Ist er echt weg? Nein, Mr. Bones. Mr. Bones hat es nicht geschafft. Er hatte fast den ganzen Tag überlebt. Das muss man sich mal vorstellen. 2. Dann pflanzen wir das noch eben an. Schwupps.
und gehen schön an unserem Fleischzeugs vorbei. So, zack, hallo, zack, zack, fertig. Dann hätte ich gesagt, ist schon wieder. Ist schon wieder Nacht. Okay. Boah, das ist schon doof, wenn man gähnen muss, oder? So. Gute Nacht.